Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Und zwar sind wir mit Abby endlich im Krankenhaus angekommen und wir müssen jetzt immer noch Zeug für Yara suchen. Und dementsprechend, ich glaube, letztes Mal hatten wir ja hier auch schon geguckt. Genau, sind wir jetzt hier. Ground Zero haben sie das Ding, glaube ich, genannt, ne? Operationssaal, Trauma, intensiv. Richtig. Dann mal los. Das sind so die Sachen, die du absuchen musst. Also hier kommen wir schon mal nicht lang. Da hinten. Mit dem Runterspringen. Nee. Dumme Idee. Also geradeaus zu. Oder da lang. Ich würde auch mal sagen, wir gucken uns erstmal in diesem Stockwerk um. Der liegt hier schon ein bisschen länger, oder? Ja. Ist schon mal gut. Das heißt, von dem haben wir nichts zu befürchten. Aber warum liegt der eine direkt da unter dem Dings? Ist der graben worden, sag ich mal? Weil wenn es hier schon wieder haufenweise Zeug zum Einsammeln gibt. Schlecht. Schlecht. Schlecht für uns. Eine Ärztin? Ja, eine Ärztin. Hat auf jeden Fall ein Skalpell. Und das ist auch irgendwas. Ne. Nur die Notiz. Jake, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr nach Hause. Ich würde alles dafür geben, jetzt bei dir und Susie zu sein. Ich verstecke mich mit einigen meiner Kollegen. Die Tür ist verbarrikadiert und diese Kreaturen sind auf der anderen Seite. Es ist alles viel schlimmer, als wir dachten. Oh ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand unseretwegen herkommen wird, zumindest nicht rechtzeitig, um uns zu retten. Ich hoffe, dass du eines Tages diesen Brief erhältst. Ich hoffe, du und Susie werdet euch an mich erinnern. Ich liebe euch beide so sehr. Scott. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen blüht. Nee. Aber er hat sich anscheinend selbst umgebracht. Aber ganz ehrlich, das konnte damals ja niemand so richtig wissen, was einem da blüht mit den Infizierten, vor allem wie schnell das alles ging. Geh mal lieber auf Nummer sicher. Eine Grille gehört? Sieht gar nicht so schlimm aus. Na, sag mal nicht, da muss ich am Ende runterhüpfen. Das Problem ist, ich muss ja irgendwie wieder hochkommen. Intensivstation. Vorsichtig. Ist natürlich zu. Wäre ja auch zu einfach. Ja, wäre es. Dann Trauma oder Chirurgie. Also noch weiter runter. Die Kapelle. Das ist die Notfallaufnahme und hier hätten wir keine Ahnung, was da wäre, aber hey, eine Tasche. Noch ein Brief. Ich bin der Letzte meiner Einheit. Alle anderen, die mit mir hergekommen sind, sind tot. Wir konnten die meisten Türen sichern, aber an manche sind wir aufgrund der Übermacht der infizierten Patienten nicht herangekommen. Wir haben nicht mit dieser Art von Widerstand gerechnet. Ich dachte, sie sind krank und schwach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit ansehen muss, wie sie meine Männer in Stücke reißen. Ich habe mehrere Bisswunden an Armen und Beinen. Ich werde noch ein paar von diesen Viechern auslöschen, bis meine Kugeln zur Neige gehen. Dann folge ich meiner Einheit. An den Finder. Ihr werdet mehr Soldaten herschicken müssen, um diesen Bereich vollständig zu sichern. Allerdings hoffe ich, dass ihr dieses Gebäude in die Luft gejagt habt und nicht so blöd seid, es eindämmen zu wollen. Viel Glück, ihr Arschlöcher. Ihr habt euch gut gewehrt.
Ist die Frage, geht's hier hinten weiter? Nee. Sprengstoff! Ja, der Rest bringt mir ja nichts. Hier steht was. Warnung, Sie betreten eine überwachte Zone bei Zuwiderhandlung. Schusswaffengebrauch jederzeit möglich. Naja. Und wo sind die denn da reingekommen? Achso, da, die Türen, okay. Notaufnahme, Quarantänezugang. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Wird's auch. Vorsicht, Tür jederzeit geschlossen halten. Das heißt, da sind die ganzen Infizierten drin. Das wird Abby machen. Genau da reingehen. Dann hoch kommen wir ja so nicht, also müssen wir auch da lang. Na toll, halt. Werkzeug. Kapelle. Wir mit Pillen schon mal. 12 Stück. Lag da gerade noch irgendwas? Guck ich gleich nochmal. Batterien. Ob ich vielleicht nochmal einen Schalldämpfer basteln sollte, weil wenn wir schon mal hier sind. Schade, dass es für die große Waffe keinen gibt. Oh, Schrotflintenmunition ist aber gut, wenn es nur ein Schuss ist. Zack. Ach, wir haben sogar noch einen Schalldämpfer. Kann ich denn sonst noch irgendwas herstellen? Nö, 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 nö. Und ein Brief. Wollen die heute wirklich wieder da reingehen? Jedes Mal kommt nur die Hälfte des Trupps wieder raus. Wir haben das Labor verloren. Ich glaube wirklich, das war's. Und tut mir leid, dass wir wie in der Schule Zettel hin und her schieben. Aber ich traue diesen Soldaten nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Warum bringen die uns nicht hier raus? Sie sagen dauernd, die Evakuierung findet statt, sobald sie sicherstellen können, dass das Gebäude eingedämmt werden kann. Ich meine, sehen oder hören die denn nicht, was da unten los ist? Das Thema ist doch durch. Ich glaube, es geht nicht um Eindämmung. Ich glaube, es geht um die Forschungsdaten. Wir müssen hier weg. Unsere Freunde unten können doch am Leben sein. Du hast doch gesehen, was die Viecher machen. Das hat keiner überlebt, zumindest nicht so lange. Es ist schrecklich, aber sie sind tot. Was schlägst denn du vor? Ich sehe Scott mit den Soldaten streiten. Er hat offensichtlich genug von all dem hier. Wir holen ihn und suchen einen Ausgang. Warten wir noch einen Tag ab. Mal sehen, was diese neuen Soldaten machen. Einen Tag, dann handeln wir. Danke. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Oh, nee. Da hast du Glück. Ich glaube, da hatten echt so einige Glück gehabt damals. So, Intensiv-Dings hier, ne? Notaufnahme! Okay, da speichere ich mal, wenn wir immer schon so davor waren und Glück haben, dass noch nichts passiert ist. Leise! Oh ja. Genau, setz mal lieber auf, Abby. Der liegt schon ein bisschen länger hier. Okay, das ist zu viel. Deutschen. Haben sie den aber vorher anscheinend getötet, war? Sonst würde er jetzt da nicht so da liegen.
kommt doch Rückzug bestimmt raus, oder? Notaufnahme. Alter. Das gefällt mir alles schon wieder nicht. Ich glaube, hier sollte ich doch vielleicht mal den Flammenwerfer rauspacken. Ich wüsste halt, dass man hier einfach so mal durchgehen kann, ohne dass was passiert. Tankwagenzufahrt, da kommen wir wahrscheinlich raus am Ende. Da, ich habe irgendwie Mörderschiss jetzt hier. Ist da kommt irgendwas, kommt gleich um die Ecke gesprungen. Interessant, ne? Dass die hier alle schon so ewig in 3 Jahre hier rumdümpeln. Komm schon, gib mir irgendwas. Natürlich nicht. Nada. Nada. Muss doch irgendwas sein. Ja, hier liegt was. Das, was einfach so rumliegt, liegt hier. Tablet. Oh, ich habe echt nur 15? Mal versuchen zu öffnen. Du brauchst Strom. Hey, ja. Yep. Und danach wird der Scheiß hier losgehen. Ich seh's doch kommen. Das Traumazentrum. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hin. Eine Notiz. Stoff. Noch ein bisschen Krimskrams nebenbei. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können uns nicht so behandeln. Ich verstehe ja, dass sehr viele Menschen krank sind, aber hierher abgeschoben und von meiner Frau getrennt zu werden, ist inakzeptabel. Ich warte hier schon über 3 Stunden, ohne irgendwelche Informationen zu bekommen. Der Arzt hat meine Bisswunde mit Salbe eingerieben und ist dann verschwunden. Es tut weh und es scheint schlimmer zu werden. Bitte geben Sie diese Nachricht sofort an Ihren Vorgesetzten weiter. Hochachtungsvoll Don Carter. Ich bin hungrig aufgewacht, aber ich kann nichts bei mir behalten. Nicht mal Wasser. Ich habe höllische Kopfschmerzen. Die Schreie draußen machen es noch schlimmer. Warum wurde ich hier eingeschlossen? Irgendjemand muss kommen. Ich will Sascha sehen. Ich will zu meiner Frau. Sascha, Hilfe. Kann nicht klar denken. Kann kaum schreiben. Kann nicht schlafen. Hunger. Lasst mich raus. Hunger. Meine Augen. Sascha. Oh ja. Wo bin ich nur reingeraten? Ja, das hast du dir halt ausgesucht, Fräulein. So, hier komme ich wahrscheinlich auch nicht einfach so rein. Bloater. Scheiße, was ist das? Gut, dann also zum Operationssaal. Ich sag, das ist ein Bloater. Oder Schambler. Eins von beiden kann es ja nur sein. Irgendwas Großes. Ich muss wahrscheinlich irgendwo Strom anschließen. Ich
habe jetzt schon wieder Schiss. Na gut, was heißt Schiss, aber ich habe keinen Bock. Und irgendjemand macht vielleicht Strom an. Jetzt machen wir es mal lieber so rum. Ist immer lustig, wie die Sachen einstecken, ey. Flup, 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 flup. Einfach mal vorbeigegangen. Eingesammelt. Ja, nochmal speichern. Ganz ehrlich, tut mir leid, Freunde, aber das muss sein. Wenn wir hier schon am Ground Zero sind. Operationssaal. Gut. Alles klar. Also den ersten könnten wir ja noch... Die ersten können wir ja wahrscheinlich echt noch mit... Alle Strom. Vor einem Generator sein. Hm. Und noch eine. Das gefällt mir alles nicht. Wissen müssen. Und dadurch, dass wir jetzt wieder kein Messer haben, müssen wir wieder eins herstellen. Ja, sogar zwei, besser gesagt. Ich mach's doch mal lieber so. Versuch's doch. Kommt ihr eh nicht durch die Tür. Haben alle keinen Strom. Hehe. Hier ist nichts. Sechs Pillen wenigstens. Noch mal eine Nachricht. Wir werden wahrscheinlich da oben lang müssen. Dr. Kayla Higashi. Steven, ich kann nicht mehr. Ich weiß, dass ich nur die Tests machen und die Daten protokollieren soll, aber ich komme mit so viel Schmerz nicht klar. Ich habe einige von den Soldaten ins Traumazentrum begleitet. Ich hätte da gar nicht reingehen dürfen. Ich habe gesehen, in was sich die Patienten verwandeln. Jeder Erwachsene und jedes Kind, das mit dem einem Biss oder einem Kratzer hier ankommt, wird seinen Verstand verlieren und wir lügen sie weiterhin an. Ich habe darum gebeten, nach Hause zu dürfen. Aber mir wurde gesagt, ich müsse weitermachen. Irgendein Blödsinn über nationale Sicherheit. Sie haben mir angeboten, ein paar Stunden in einem der Büros zu schlafen. Steven, du musst mich hier rausholen. Ich kriege noch einen Nervenzusammenbruch. Fuck. Es klingt, als ob sie immer noch hier rumkriechen. Ja. Und ganz ehrlich, nochmal speichern, weil jetzt wird es so langsam kniffelig. Hier kriegen wir den Mist nicht einfach auf. Na dann nicht. Ja, die Kabel führen hier lang. Und hier rein. Jetzt eine Hilfe. Oder Manny. Ja, Manny. Manny wäre großartig. So einige wären hier großartig, glaube ich, noch. Oh mein...
Weil wenn wir den Raum aufmachen, kommen sie doch aus den nächsten raus. Sie ist doch kommen. Oh mein. Hallo, Generator. Weil ich habe erst in die Richtung geguckt und erst sind keine Schrauben zu sehen, ne? Also wie hier, der Generator, der geht hier hin. Umzeug. Das bringt mir gerade alles nichts. Achso, ich muss erst da einmal anschalten, damit ich die andere Seite machen kann. Okay, wir werden die auf jeden Fall verbrennen, die Schweinebande. Komischerweise haben wir aber den Flammenwerfer gar nicht hier, ne? Zielfernrohr bräuchten wir nicht. Feuerstoß vielleicht. Nachladegeschwindigkeit macht keinen Sinn. Kapazität, ja, wäre gut. Machen wir wahrscheinlich auch. Dann vielleicht nochmal die andere Kleine kniftet, Jagdwaffe, dass die ein bisschen mehr Schaden anrichtet. Was macht sie dann? Ersetze den Lauf, um stärkere Schüsse abzufeuern. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der danach aussieht. Ich finde es auch immer lustig, dass dieser ganze Scheiß dann da irgendwo rumliegt, ne? So, na dann machen wir mal einen, wa? So gut. So, na dann. Es werde Licht. Ja. Round Zero. Wir kommen. Aber ich finde es trotzdem doof, dass ich hier nicht noch eine extra Kartusche einsammeln kann. Oder? Naja. Nochmal speichern. Tut mir leid, Freunde. Es muss aber sein. Eigentlich wieder zurück, ja. Warum? So, die ersten drei sind futsch. Wir haben leider kein Feuer mehr weiter. Das sollte die Sache erleichtern. Das sind die scheiß medizinischen Vorräte. Kann ich sagen, wo die sind? Nicht hier, sondern im OP-Saal.
Komm, dich verprügel ich trotzdem. Da scheiß drauf jetzt, du kriegst ein Messer ab, Mann. Es war so nicht geplant. Bomben? Ich mach mal lieber. Ach nee, hab ich keinen Alkohol. Haha. Auch kein Alkohol. Danke, Medikit verwenden. Der wird doch dann nochmal langkommen. Sehe ich doch jetzt schon. Den hatten wir schon. Oh, der kommt doch nicht. Vorräte, na los, mal auf die Kiste hier. So. Oh ja, Medipack. Hätte ich gar nicht herstellen brauchen. Tabletten, Scheren. Alkohol, Tabletten, noch mehr. Woo! Noch mehr Tabletten. Alkohol, ne? Das ist besser. So ein Dinge, was mehr Schaden macht oder nochmal eine Brand. Ich mach nochmal eine Brand. Zack. Mhm, da wird nichts drin sein. Sehe ich doch jetzt schon. Nichts. Verdammter Mist. Lass einen Krankenwagen im Parkhaus sein. Ach, stimmt. Ich sehe es aber trotzdem, kommt, dass dann gleich der Dicke dann noch kommt. Dann machen wir lieber mal hier die Waffe. So. Und dass die Tür wieder zugegangen ist. Oh Gott. Egal was da war, es ist ausgebrochen. Schöne Scheiße. Ganz ehrlich, Freunde, ich würde mal sagen, das verschieben wir auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt The Last of Us 2. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn wir herausfinden, was es war. Ich glaube, es war ein Bloater, könnte auch ein riesengroßer Schembler sein. Wer weiß, was es ist, da es schon so lange hier unten ist. Naja, ciao, ciao, Freunde.